Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Am 7. Dezember wählt das Parlament zwei neue Mitglieder in die Landesregierung. Herzlich willkommen zu dem ZT-Talk. Über die spannenden Wahlen reden wir heute. Wer schafft es von der SVP, die Nachfolge von Ueli Maurer anzutreten? Und wer hat bei der SP die beste Chance, den Platz von der Simonetta Sommaruga einzunehmen? Über die Themen reden wir heute, und zwar mit einem bekannten Gesicht aus Zofingen. Vielleicht ist er sogar das bekannteste Gesicht aus Zofingen jetzt in der Schweiz. Auf jeden Fall, er ist langjähriger Nationalrat von der SP und gleichzeitig Co-Präsident von dieser Partei. Er hat nicht weit gehabt ins ZT-Studio. Ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Cedric Wermuth. Danke für die Einladung. Herr Wermuth, vor ein paar Wochen Simonetta Sommaruga ihren Rücktritt angekündigt hat. Ist das für einen Normalbeobachter, Normalbürger, Normalpolitinteressierte wirklich so aus dem heiteren Himmel gekommen? Auch für Sie? Ja. Absolut, muss man sagen. Wir haben, das darf man offen sagen, andere Pläne gehabt. Natürlich mit ihr, sie hat andere Pläne gehabt, persönlich. Wir haben, wo der Schlaganfall ihre Familie getroffen hat, ihrem Mann schon gedacht, oh, das ist im Moment doch einschneidend sein. Sie ist aber dann zurückgekommen, sehr überzeugt, hat Dossiers angegriffen. Und ich muss dann sagen, auch für uns war das ein überraschender Moment gewesen. Ein sehr ergreifender. Es hat mir sehr, sehr leid an dem Moment. Das ist, sie hat uns das persönlich gesagt, in einer schwierigen Situation. Aber ich habe einen grossen Respekt vor dem Entscheid. Sie hat wirklich gesagt, es geht nicht darum, dass ich meinen Mann muss pflegen oder so. Aber wenn ich nicht 100% da sein für das Amt, dann glaube ich, erfülle ich das nicht richtig. Und das zeugt von Größe und von Respekt, glaube ich, von dem Amt. Was war Ihre herausragendste Qualität, die Sie als Bundesrätin ausgemacht hat? Ich glaube schon, Ihre unglaubliche Präzision und Ihre Schaffenskraft. Also ich kenne fast niemanden im Bundesrat, der Details von den eigenen Geschäften so genau kennt. Manchmal zum Leidwesen von ihren eigenen Beamtinnen und Beamten. Sehr genau weiss, um was es geht, wo alles immer hat wollen wissen. Und am Ende, entgegen manchmal der medialen Berichterstattung, eigentlich sehr viel durchgebracht hat. Jetzt gerade die letzten Fragen, wenn es um die Stärkung der Versorgungssicherheit geht. Wenn wir am Mantelerlass denken, das heisst der Schutz der Schweizer Infrastrukturen, hat sie eigentlich am Schluss relativ viele Koalitionen können schmieden, die erfolgreich war in kurzer Zeit. Und sie hat nie die Distanz zu den Leuten verloren. Verloren. Hat man das Gefühl gehabt, sie ist immer sehr, sehr noch. Es war sogar sehr wichtig, dass man nicht so mal umgeht. Man hat sie immer wieder in Bern gesehen, auch persönlich einkaufen. Das klingt jetzt absolut banal, aber das machen wirklich nicht alle Bundesräte im Bundesrat. Sie hat das sehr bewusst gemacht. Sie ist lange auch immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln gearbeitet. Während der Corona-Pandemie schwieriger, weil es dort Drohungen gegeben hat, klar. Um den Kontakt zu halten. Sie ist immer Mensch geblieben. Sie hat immer darauf beharrt, dass sie Zeit mit ihrer Familie, mit ihren Freunden verbringt, um die Bodenhaftung nicht verlieren. Und ich glaube, das hat man bis zum Schluss auch gemerkt. Jetzt hat es ja sehr viele Diskussionen um die Frage gehabt, warum muss es jetzt unbedingt eine Frau sein, muss es wieder eine Frau sein oder nicht. Erklären Sie uns das doch nochmal, wie man jetzt zu dem Entscheid kommt. Nein, es muss eine Frau sein. Also für uns ist das relativ klar. Wir haben immer gesagt, wir haben zwei Prinzipien in der SP. Wir wechseln ab zwischen Männern und Frauen. Und wenn wir mehr als einen Sitz haben, dann versuchen wir die versuchen, einigermaßen gleichmäßig aufzuteilen. Ehrlicherweise, wir schaffen es nicht ganz. Unsere Bundeshausfraktion sind über 60% Frauen. Also jetzt sind Männer eher in der Minderheit. Ja, genau. Aber wir haben jetzt einen Mann in der Landesregierung und er macht keine Anstalten, den Posten gerade sofort zu verlassen. Und darum ist es für uns eigentlich am ersten Tag gesund klar gewesen, dass das nur wird eine Frau können sein, die die Position einnimmt. Das hat auch die Fraktion so gesehen. Ich bin eher ein bisschen überrascht gewesen über die öffentliche Diskussion, muss ich sagen. Wie für die SP ist das auch noch für sich seit der Wahl von der Ruth Dreyfus gar keine Diskussion. Es hat ein Jahr gegeben, wo wir zwei Frauen hatten, wo man gewusst hat, Micheline Gallimer geht. Aber seither ist das für uns als die Partei, die Gleichstellung in der DNA hat, nie zur Diskussion. Sie haben aber auch andere sehr gute Kandidaten gehabt. Mit dem Daniel Josic, der wäre wahrscheinlich gewählt worden, oder nicht? Das ist schwierig zu beurteilen, wie das Parlament am Schluss gewählt hätte. Das ist klar. Also ich glaube, es gibt zwei Sachen. Es gibt viele Politikerinnen und Politiker in Bern, die gerne würden Bundesrätinnen und Bundesrat werden. Und es muss extrem viel stimmen. Es muss die richtige Person zurücktreten zum richtigen Zeitpunkt, aus der richtigen Landesregion, das richtige Geschlecht. Das heisst, man muss sich darauf vorbereiten, dass das nicht klappt. Und das kann wehtun im Moment. Für das habe ich viel Verständnis.
Verständnis, aber mein Job als Parteipräsident ist es nicht, Karrierewünsche von meinen Mitgliedern zu erfüllen, sondern dafür zu sorgen, dass die Partei ihren Auftrag von den Wählerinnen und Wählern erfüllt. Und der ist gleichstellungspolitisch im Kern und dass wir Spitzenpersonal zur Verfügung stellen. Es gibt jetzt können wir das aber auch so ein bisschen längerfristig anschauen. Ja, das ist richtig. Wenn wir jetzt vorher schauen, irgendwann wird der Alain Berset zurücktreten, dann muss es ein Mann aus der Westschweiz möglicherweise sein. Und dann schränkt ihr euch doch einfach immer wahnsinnig. Also das ist zugegebenermassen das Problem. Wir haben wie zwei fixe Kriterien, die wir eigentlich immer gesagt haben. Wir wollen beide Landesregionen haben, wenn es geht, und beide Geschlechter. Und da muss man aufpassen. Und das ist genau der Grund, warum wir gesagt haben, wir entscheiden uns das mal, weil das für uns zu oberst steht. Wichtig ist das Geschlecht, das Kriterium. Und dann sind wir bereit, auch eine Zeit lang zum Beispiel zuzulassen, dass es jetzt zwei Romans wären, die das würden vertreten. Es gibt auch eine Kandidatur. Elisabeth Baumschneider aus dem Jura ist zwar gebürtige Bernerin, redet hervorragend Schweizerdeutsch, aber ist in dem Sinne vertritt Romandie. Das wär in Ordnung. Und das ist klar, die Offenheit muss bestehen, weil sonst haben Sie recht, würden wir aber immer... Aber mit dieser Argumentation hätte man jetzt eben noch können sagen, okay, wir könnten Daniel Josic durchaus... Zugegebenermassen, das ist eine Abwägung, wo wir darum haben wir den Vorschlag gemacht, und wir gesagt haben, für uns als Gleichstellungspartei ist, wenn wir einen Mann schon drin haben, klar, es muss eine Frau sein. Die Landesregion ist als Sozialdemokrat für mich viel weniger wichtig. Mir ist wichtig, dass die Person unsere Ideale und Inhalte vertritt, für die Kaufkraft kämpft, für den Klimaschutz, für die Gleichstellung. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass es einmal zwei Romans sind, die uns vertreten. Jetzt ist ja Defi Alemann in den Startlöchern. Ich glaube, sie hat zwei kleine Kinder, oder relativ gottesähnlich ist das gut machbar, der Job. Ehrlich gesagt, die persönlichen Familienverhältnisse für unsere Kandidierenden interessieren uns nicht so. Defi Alemann hat, glaube ich, bewiesen im Regierungsamt, dass sie mit dem umgehen kann. Andere auch. Der Alain Berset ist Vater von einem kleinen Kind, der gewählt worden ist. Man kann das. Ich glaube, man darf nicht so tun, als wäre das nicht eine Herausforderung. Klar, das muss man organisieren. Aber vor dieser Herausforderung stehen Zehntausende von jungen Paaren, wo eine von beiden vielleicht auch in Verantwortung steht, in einer Führungsposition, immer wieder. Man kann das, man muss das wollen, und Defi Alemann ist überzeugt, dass sie das organisieren können. Das ist für uns wichtig. Jetzt schildern Sie noch ganz kurz, wie geht es jetzt bis zum 7. Dezember weiter? Also wir werden am, was ist das, der Samstag ist der 26. Wird die Fraktion entscheiden, wer von diesen drei muss sie zwei auswählen, aufs Ticket wird tun. Und dann werden die eine Tour machen, eine sogenannte bei den anderen Fraktionen, also bei den anderen Parteigruppen im Parlament, stellt man sich vor, kann Fragen stellen, und am Morgen vom 7. Dezember findet dann die Wahl statt. Im Zusammenhang mit der Frauenfrage ist jetzt immer wieder eine alte Geschichte ausgegraben worden, nämlich ihre Kandidatur für den Ständerat 2019. Damals hat es geheißen, sie dürfe die Frau verhindern. Jetzt hat der Blick geschrieben, ich glaube letzte Woche oder so, Frauen verhindern, weil Frauen ticken. Ist das für Sie unfaire Kritik? So? Nein, ich bin mir völlig gewohnt, die Aufgabe der öffentlichen Medien ist, mich zu kritisieren. Also ich glaube, an dem Tag, wo das nicht passiert, würde entweder bei mir oder bei den Medien etwas nicht stimmen. Mit dem muss man leben können. Aber ich verteidige nach wie vor, dass wir die Prinzipien durchziehen. Wir haben mit der Pascal Bruder eine Ständerätin gehabt. Vor ihr hat Urs Hoffmann als Mann kandidiert. Nach ihr ist für die Partei klar gewesen, und es war ein Parteientscheid gewesen. Es darf auch wieder ein Mann sein. Nach mir ist klar, nach meiner Kandidatur kommt jetzt Gabriela Sutter als Ständeratskandidatin. Also wir wechseln das ab, und das ist dann, wenn wir eine Position haben, und wenn wir mehr als eine haben, versuchen wir 50-50 zu machen. Wir haben nie etwas anderes gemacht, und die SP Aargau ist im Gegenteil meines Erachtens sehr vorbildlich eigentlich immer umgegangen mit dieser Geschlechterfrage. Wenn wir noch ein bisschen bei der SVP schauen, die hat ja schon entschieden, ja, wen sie ins Rennen schickt. Wem von der SVP geben Sie die beste Chance? Also ich weiss es wirklich noch nicht, wen ich wähle von diesen zwei. Für mich ist klar, dass bei aller Distanz, die ich habe zur SVP, die Partei in der jetzigen Situation Anspruch hat auf zwei Sitze. Ich glaube, das wird einfach niemandem ernsthaft besprochen, bestritten in dieser Situation. Es haben beide Vor- und Nachteile. Der Albert Rösti ist vielleicht der berühmteste Lobbyist von der Erdölindustrie. Ob das in der Zeit, wo es wirklich den Klimawandel, wo man eine Reaktion braucht, der richtige Mann ist, ist eine offene Frage. Der Hans-Uli Vogt hingegen ist ein härter Neoliberaler, wirtschaftspolitisch sicher härter dort als der,
als der Abed Rösti. Er hat eine gewisse Nähe zum Christoph Blocher und dem Clan offenbar. Von dort her ist es für uns schwierig. Also beide sind für sie schwierig. Ich kann nicht gerade sagen, ja, das geht der SVP auf der anderen Seite genau. Auch so. Sie müssen auch logisch, zwischen zwei Linken auswählen. Wir werden wirklich, und wir meinen das ernst, also wir werden sie anhören. Ich will Antworten haben. Gerade in dieser Situation ist für mich, ich will wissen, wie positionieren sie sich zu Flügel in dieser Partei, die offen sich auf die Seite von Putin Russland stellen, die offen versucht, dann die Corona-Massnahmen zu sabotieren. Sind sie bereit, im Gesamtinteresse vom Land das Amt auszuüben? Und das wird für mich dann entscheidend sein. Wenn es dann an die Verteilung der Departement geht, was haben Sie da für Szenarien? Also das ist quasi Ihr Wunschszenario. Also die Wahrheit ist, dass der Einfluss der Parteien überschätzt wird bei der Departementsverteilung. Zum Leidwesen der Parteipräsidenten natürlich manchmal. Der Christian Löwer hat das mal versucht vor ein paar Jahren, mein Vorgänger, es hat nicht so gut geklappt. Ich glaube, am Schluss muss wirklich das Gremium einen Ausgleich finden. Ich gebe mich Mühe mit der Vorstellung, dass die SVP das Departement übernehmen würde in den nächsten Jahren, muss den Klimaschutz vorantreiben. Das dünkt mir eine spezielle Situation. Aber am Ende entscheidet der Bundesrat, was er für richtig hat. Mit welchem zentralen Wahlkampfthema gehen Sie das nächste Jahr als Partei ins Rennen und Sie persönlich? Wir werden auf drei Kernthemen setzen und sagen, wir wollen die Partei ergreifen für die Kaufkraft der Familie in diesem Land. Denken Sie an die Prämienverbilligung, an die explodierenden Mieten, an die Hauspreise, die wir gerade in dieser Region haben. Wir werden zweitens wirklich die Versorgungssicherheit und den Klimaschutz vorantreiben, wo wir enorm viel erreicht haben in dieser Legislatur, überraschenderweise, dank der Simonetta Sommaruga. Nächstes Jahr noch eine Abstimmung über den Gegenvorschlag Gletscher, der wirklich endlich das einheimische Potenzial nutzt. Und wir wollen drittens Gleichstellung ins Zentrum stellen und sagen, zum Beispiel Kita-Plätze zahlbar für alle, das muss jetzt eine Realität werden. Kaufkraft, Versorgung, Sicherheit, Klima und Gleichstellung, das werden unsere Kernthemen sein und das sind auch meine Kernthemen. Ich werde ein Thema herausgreifen, Kaufkraft. Wenn wir jetzt das Wahlbarometer anschauen, vom Oktober verliert die SP leicht Wähleranteil, nämlich 0,5%. Muss Ihnen das eigentlich nicht ein bisschen heftig zu denken geben? Also ausgerechnet jetzt in dem Jahr, wo Inflation, Wirtschaftskrise, dass Sie jetzt in dieser Situation offenbar eben mit dieser Botschaft, dass Sie für Leute kämpfen, um Kaufkraft ihnen zu erhalten, noch zu wenig gut ankommen? Also natürlich gibt einem das zu denken. Es ist jetzt ehrlicherweise nicht so, dass ich meine Politik nach Umfragen ausrichte, sondern es sind Wahlen, die entscheidend sind. Aber ich gebe auch offen zu, wir haben auch nicht sehr viele brillante Kantonsratswahlen gehabt. Das heisst, wir müssen sicher viel, viel besser werden im Erklären, was wir machen in diesen Fragen. Wir kommen jetzt in eine Phase rein. Die Session, also nächste Woche, diskutieren wir im Parlament unsere Vorschläge zur Prämienverbilligung, unsere Vorschläge zur Rettung der zweiten Säule bei der Pensionskasse, damit die Rente eben nicht den Bach abgehen. Und ich glaube, wir müssen jetzt deutlich machen, für was wir stehen. Das wird die Aufgabe sein, natürlich. Also, ich bin nie politisch antreten zum Verlieren. Das kann mich nicht befriedigen als Parteipräsident. Sie sind jetzt 36. Wenn Sie 40 sind, Herr Wermuth, dann sind Sie schon eine Art Politveteran. Ja, das stimmt. Können Sie sich eigentlich ein Leben außerhalb der Politik vorstellen? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, tatsächlich. Okay. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich mache das mit Leidenschaft und ich empfinde es als Privileg. Und ich habe überhaupt nicht vor, jetzt das morgen fallen zu lassen. Sondern ein Parteipräsidium ist auch ein langer Aufbau. Oder man macht das nicht zwei Jahre. Wir haben eigentlich vor, sicher das über zwei Wahlen hinweg zu machen, zusammen mit Matthias Meier. Aber das schauen wir alles nach den nächsten Wahlen an. Ich merke aber auch, ich bin jetzt nochmal bekannter geworden, schweizweit. Ich kann mich wirklich in diesem Land, das ist manchmal schön, nicht mehr bewegen. Und sich erkannt werden. Aber es ist manchmal auch eine Belastung, vor allem für meine Familie. Also Sie werden angesprochen auf der Straße und im Zug. Genau, und das ist wirklich auch schön. Und die Leute sind meistens auch sehr interessiert, auch die kritisch sind. Also ganz selten schlechte Erfahrungen. Aber ich muss sagen, ich freue mich auch auf ein Leben, das ich dann mal kann. Aber gut, jetzt kommen Sie ja noch mal, eben nächstes Jahr treten Sie ja dann ganz sicher noch mal an. Aber eine Ständeratskandidatur, wäre das nicht für Sie dann irgendein Mal ein Thema? Jetzt das nächste Mal nicht, aber... Ja. Das schauen wir dann in dieser Situation wieder an. Jetzt versuchen wir zuerst mal Gabriela Sutter in den Ständerat zu bringen. Und wenn sie das schafft, dann erübrigt sich die Frage für mich. Jawohl. Ich glaube, dass wir da Chancen haben und probieren alles. Was haben Sie jetzt so das Gefühl, nach dieser Pandemie haben ja viele Leute gesagt, ja, das Klima hat sich irgendwie nochmal aufgeladen und die Leute sind aggressiver im Umgang. Erstens mal ist es tatsächlich so, auch unter
Politikerinnen und Politiker, und das erwarten Sie da für das Wahljahr? Ich habe beide Erfahrungen gemacht. Ich muss sagen, ich habe während der Pandemie sehr unschöne Erfahrungen gemacht. Ich habe das erste Mal mehrfach hintereinander auch Stellen beim Bund, bei der Kantonspolizei informieren, weil es Drohungen gegeben hat, die über mich rausgegangen sind, an meine Familie. Das ist unschön, aber es hat sich auch sehr schnell wieder beruhigt. Und ich glaube, die Schweiz hat gegenüber dem Ausland, wenn ich von Deutschland zum Beispiel höre, auch einen riesen Vorteil. Wir können über die Pandemie-Massnahmen abstimmen, mit öffentlich können sagen, ich bin nicht einverstanden. Das ist auch völlig okay in einer Demokratie. Und dann ist aber der Respekt vor so einem Volksentscheid sehr, sehr gross. Es gibt jetzt noch kleine Gruppen auf beiden Seiten, die sehr radikal sind, aber die grosse Mehrheit hat sich mit dieser Situation abgefunden und ist einverstanden, dass man den Weg weiterträgt. Und von dort her erlebe ich das jetzt nicht als etwas, wo nachhaltig das Klima ist. Also eben dann auch nächstes Jahr wird irgendwie die Debatte prägen, nochmal. Also ich glaube, ich hoffe es nicht. Ich hoffe einfach, weil ich hoffe, dass die Pandemie in dem Sinn wirklich aus dem Gefahrenfeld verschwindet. Wir wissen es nie genau. Es wird aber eine harte Debatte werden, wie die Schweiz vor entscheidenden Situationen steht. Wir haben noch nie in den letzten Jahren so eine Inflation gehabt wie jetzt. Sie kommt zusammen mit dem Mietwachstum, mit der Explosion von der Krankenkassenprämie. Wir wissen, wir müssen den Klimaschutz vorwärts machen. Also es wird ein aufgeladener Wahlkampf werden, da bin ich relativ sicher. Und gleichzeitig ein Krieg, der sehr nahe ist. Plus der Krieg, der auch drückt, finde ich, auf die politische Stimmung, die ich auch verstehe, die viel Angst verursacht, die ich auch habe. Also mir macht das Bauchweh, wenn ich sehe, in welcher Welt unsere Töchter aufwachsen, die 7 und 4 sind. Unsere ältere Tochter, ist mir gestern bewusst wurde, ist 2015 geboren. Das ist seither eine Krise nach der anderen. Trump-Wahl in den USA, der Brexit, die Pandemie, der Krieg in Europa, die Migrationskrise. Das ist schon, das sind Herausforderungen, die einem Respekt haben. Aber das sind wir da, auf das Antworten liefern. Und ich hoffe, das können wir im 23. auch offen debattieren. Das schätze ich auch in der Schweiz. Also, dass man die Differenzen kann austragen kann, auch zu diesen ganz grossen Fragen. Können Sie noch, was sind Ihre Ziele für die Partei im Kanton Aargau? Also sicher das halten, was wir letztes Mal geschafft haben. Wir haben das eine von den ganz wenigen Kantonalparteien bei den Wahlen 19 ganz leicht zugelegt, aber immerhin, das ist ausserordentlich gewesen. Wir haben einen Sitz zurückgeholt im Nationalrat. Wir haben eine Scharte, die wir nicht haben können auswetzen, das ist der Sitzverlust von der Pascal Bruder, und den werden wir zurückholen mit der Gabriela Sutter. Jetzt läuft gerade die WM. Ja. Sie sind ja Fußballfan. Das oder? Ist so. Schauen Sie. Ich schaue sie, ich gebe das auch zu, öffentlich. Können Sie da parteimässig so ein unter Druck? Es ja, also gibt ja viele, die sagen, wir sollen mit dieser WM nichts zu tun haben. Ja, ich finde, ganz ehrlich, ich finde, es ist ein Dilemma und es ist eine schwierige Situation. Aber was ich nicht bereit bin, ist, die FIFA hat vor Jahren im Wissen, wenn sie die WM gibt, die WM vergeben, hat dort gewusst, das ist eine Monarchie. Das ist eine Monarchie mit riesigen Problemen, wenn es um Menschenrechte und Frauenrechte geht. Es sind Tausende von Arbeitern und Arbeitern geschoben. Das ist ein Skandal, das muss man angreifen. Was ich nicht bereit bin, ist, dass man jetzt die Verantwortung, die moralische Verantwortung auf die einzelne Zuschauerin, auf den einzelnen Zuschauer abwälzt, der nichts dafür kann. Also was kann Frau und Herr Schweizerin dafür, dass die WM in Katar stattfindet? Ich finde, Politik ist die Verantwortung. Das beschämt mich, dass die schweizerische Politik es mehrfach verpasst hat, auch der FIFA Vorgaben zu machen, wenn es um Menschenrecht geht. Ich finde, das muss man jetzt nochmal angreifen. Aber ich finde es falsch, wenn die Menschen jetzt sich für das schämen. Ich finde, man soll die WM schauen, aber man muss politisch dafür sorgen, dass Organisationen wie FIFA in Verantwortung genommen werden. Und ja, ich hoffe, dass die Schweiz relativ weit kommt. Sind Sie ja gut gestartet, wie kommt die Schweiz? Ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, wenn ich jetzt so sehe, was Argentinien, Deutschland passiert ist, bin ich sehr positiv. Es war ein verhaltener Start, finde ich. Aber ich würde sagen, Viertelfinale liegt drin, wenn alles klappt. Und wer wird Weltmeister? Das ist eine sehr gute Frage. Ich tippe immer auf Deutschland, weil alle gegen Deutschland sind. Normalerweise tippe ich auf Italien, aber das ist in den letzten Jahren genau, ein bisschen schwieriger geworden. Ja, in dieser WM besonders. Genau, in dieser WM besonders. Ich muss ehrlich sagen, der überzeugendste Auftritt für mich haben bisher die Franzosen gehabt. Ich glaube, das ist der Geheimfavorit, wobei wir noch nicht alle gesehen haben bisher. Also, viel Spass weiterhin bei der WM schauen. Und, dann, und eine interessante, spannende Wahl. Die schaue ich dann natürlich auch mit sehr viel Interesse an am 7. Dezember. Gerne, danke, dass Sie im Studio sind. Danke für die Einladung, sehr gerne. Nächste Woche neuer Gast, neuer Talk. Hoffentlich wieder mit Ihnen. Danke fürs Zuschauen. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftrigen mit seinem professionellen Catering-Service und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort.
Lindenhof Auftrige. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event.